Es lebt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und mein Alter ist... 9 Gott. Yo, was Papa, Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ja, die Frage ist, wie alt seid ihr, okay? Eigentlich eine ganz, ganz simple Frage. Jeder von euch kann das direkt beantworten. Die Schlauesten unter euch wissen jetzt auch schon einfach so, wie alt ich bin. Aber was, wenn ich euch sage, dass ich etwas gefunden habe? Ein Quiz, nur ein ganz normales Quiz, was euer Alter einfach so erraten kann. Einige von euch haben mir nämlich eine Webseite eingeschickt und hier haben wir schon stehen, können wir dein wahres Alter erraten? Guess my age. Und dann haben wir eine Frau, die... Wieso hältst du Oma-Augen vor deine Augen? Ist das irgendwie... Aber das ist egal, auf jeden Fall können wir dein wahres Alter erraten. Los geht's, beantworte 15 Fragen und wir erraten, wie alt du bist. Aber, wie gesagt, nochmal kurz vor diesem Test, ich bin 21 Jahre alt, ich werde bald 22. Und wir gucken jetzt, ob dieser Test genau dieses Ergebnis liefert. Aber Leute, das ist noch der Kommentar des Tages. Falls ihr Kommentar des Tages werden wollt, müsst ihr einfach die Glocke aktivieren, dass einer der ersten kommentiert und alles ist easy. Ihr seid in meinem Video, Leute, gönnt euch. Und falls ihr komplett neu auf diesem Kanal sein solltet, Leute, dann lasst doch jetzt einfach ein kostenloses Abo da. Und ihr gehört sofort zur Gang. Es ist kostenlos. Es dauert nur eine Sekunde, Leute. Gönnt euch doch einfach mal was im Leben, ja? Aber gut, können wir dein wahres Alter erraten? Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird, was für Fragen und ob wir am Schluss auch diese Oma-Augen über unserem Gesicht halten. Okay. Wir haben also insgesamt 15 Fragen und die erste Frage ist, wähle ein Haustier, okay? Wir haben jetzt hier diese zwei wunderschönen Babyhunde. Sie schauen uns an, einfach an und sagen einfach nur so, Bruder, wähl mich. Dann haben wir links unten noch, Mesut Özil. Okay, nein, Spaß beiseite. Wir haben einfach einen Goldfisch, dann hier noch einen Babyhasen, glaube ich, eine kleine Katze, die absolut ein bisschen psycho aussieht. Ich meine, Leute, schau einfach mal dieses Bild an. Digga, Katze, was hast du genommen? Und dann nochmal einen Hund, okay. Ach so, dieses Bild oben kann ich gar nicht benutzen. Oh Mann, ich wollte... Oh Lord, oh Jesus Christ. Wir nehmen den Hund. Let's go. Hund ist unsere Antwortmöglichkeit, die Nummer uno. Und wir gehen weiter zur zweiten Frage. Isst du gern außer Haus? Nein, ich esse lieber zu Hause. Klar. Der Typ hat absolut gar keinen Bock auf dieses Date. Isst du gern außer Haus? Ich würde jetzt einfach mal sagen, klar, nein, ich würde sagen, klar, ich esse auch gern außer Haus. Okay, wenn wir ehrlich sind, ich verlasse eigentlich nie mein Haus. Aber egal, wir gehen wieder direkt weiter. Wie entspannst du dich am liebsten? Lesen, schlafen oder Fernsehen? Lesen, schlafen oder Fernsehen und die Frau in diesem Bild, streckt ihre Arme aus und, sehr gut beschriebenes Baba-Bild. Aber wir nehmen ganz klar, ich würde sagen, Fernsehen. Ich meine, schlafen, wobei, schlafen oder Fernsehen? Das Ding ist, ich schau kein Fernsehen. Ich mach Fernsehen. Wir zählen Fernsehen einfach als Netflix oder irgendwas. Okay, Leute, you know how it is. Wähle dein Eis. Oh, damn, son. Oh, damn, son. Okay, wir gehen nach unten, mal schauen, was wir haben. Wir haben einmal Schokolade und einmal Vanille. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz easy Wahl. Denn eins von beiden mag ich überhaupt nicht. Leute, schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr entweder Schokolade oder Vanille wählen würdet. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure ganzen Kommentare, denn ich würde persönlich Vanille wählen. Schokoladeneis, gar nicht meins. Sorry, Schokolade, ich habe heute leider kein Foto für dich. Bam, wir nehmen die Vanille. Vanille ist Strappadoni und jetzt haben wir, wieso haben wir jetzt einen, okay. Schaust du Filme lieber im Kino oder zu Hause? Und dann haben wir eine Frau, die den Blick in die Ferne macht und sich einfach nur denkt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get it. Wir nehmen Kino, okay? Wir nehmen Kino, wir sagen einfach mal, wir gehen richtig Hardcore-Style. Berg nach oben, ab ins Kino, Leute, ich lade euch alle ein, Mann. Let's go, Mann, Leute, ab ins... Leute, wieso kommt ihr nicht? Die nächste Question of the Day. Wir haben ganz, ganz viele mega nice Süßigkeiten, die ich, glaube ich, so noch nie in meinem Leben gegessen habe, weil so cool aussehende Süßigkeiten gibt es einfach bei uns nicht. Die Frage ist ganz simpel, süß oder salzig? Haben dann unten einmal eine Auswahl mit Chips und einmal eine Auswahl mit ein paar Pralinen, die auch mega, mega nice aussehen. Ich muss sagen, anhand von diesem Bild würde ich direkt eigentlich süß nehmen und diese Pralinen. Aber wenn wir über das Real Life reden, Leute, wie ich in echt bin, ich esse eigentlich immer nur Chips, okay? Ich esse immer nur Chips, Mann. Auf diesem Bild, wie gesagt, ich würde süß nehmen, aber wir wollen echt bleiben, okay, wir wollen ja, dass der Test auch wirklich unser Alter errät. Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf salzig und schauen direkt wieder weiter zur nächsten Frage. Was bevorzugst du? Früh aufstehen und ein Mittagsschläfchen halten, spät aufstehen und wach bleiben. Ich stehe natürlich immer pünktlich auf und komme nie zu spät. Okay, die nächste Frage ist sehr, sehr, sehr interessant, denn ich kenne mich mit Superhelden absolut 0,0 aus, Ding. Wähle einen Superhelden. Wir haben einmal Captain America. Ich habe absolut keine Ahnung, was der für Superkräfte hat. Der hat, glaube ich, irgendein Schild. Aber eigentlich müsste ich den nehmen, weil USA, you know what it is, man. Gotta support my home country, man. Dann haben wir als nächstes noch Iron Man, Spider-Man und Superman. Und das ist jetzt echt sehr, sehr schwer. Superman hat halt die Gains, ne?
Gaines, man. Wir nehmen Superman. Irgendwas hat mir in meinem Kopf gesagt, nimm Iron Man, aber egal, die Gaines, Leute, ihr wisst Bescheid. Flexen, man, flexen. Kreditkarte oder Bargeld? Okay, das ist eigentlich eine ziemlich easy Frage, denn ich mag eher Bargeld bei Kreditkarten und sonstigen. Da checkt man einfach nicht. Da gibt man 1000 Euro aus und man checkt nicht, dass man 1000 Euro ausgegeben hat. Die nächste Frage lautet Friends oder How I Met Your Mother? Ich weiß leider nicht, was das jetzt mit meinem Alter zu tun haben sollte. Aber ganz klar, Friends habe ich noch nie angeschaut, weil ich jetzt noch nie ein Fan davon. Kann sein, dass das übel cool ist, aber ich habe How I Met Your Mother damals komplett durchgesuchtet. Deswegen wieder eine ganz, ganz, ganz klare Antwort, wir nehmen weder noch. Bist du vertraut mit diesem Bild? Digga, das ist ein Störsignalbild. Jeder kennt ein Störsignalbild. Was, wie soll daran mein Alter erkannt werden? Natürlich bin ich vertraut mit diesem Bild. Ja, ganz easy, simple, bimbo. Kennst du diese Süßigkeiten? Oh, das sind, Dr. Edgar! Nein, warte mal. Nein, warte, Dr. Oetker ist komplett am Müll. Digga, Leute, ihr werdet mich so auslachen, ne? Ja, wir kennen diese Süßigkeit. Für was ist dieser Bursche berühmt? Er ist Sänger, er ist Fernsehmoderator, er ist Schauspieler. Lass mich in Ruhe. Also ich muss wirklich sagen, mich würde es echt interessieren, einfach was passiert, wenn ich Lass mich in Ruhe auswähle. Aber wir machen das zuerst ganz, ganz ehrlich, weil wir wollen ja, dass das... Wir müssen überprüfen, ob das wirklich unser Alter schätzen kann, ja? Er ist ganz klar ein Sänger, ich glaube von der Boyband One Direction ist das einer. Wir wählen aus, er ist Sänger, sind bei der 14. Frage angekommen und haben jetzt Ketchup oder Mayonnaise. Uff, das ist tricky, man. Das ist sehr, sehr tricky. Ich glaube, ich muss beides auswählen, denn ich esse zwar, sagen wir mal, zu 70 oder 80% Ketchup, aber auch ab und zu mal sehr, sehr selten Mayonnaise. Ich weiß nicht, Leute, ich muss, glaube ich, dann doch eher Ketchup auswählen. Ketchup wird ausgewählt und wir kommen zur allerletzten Frage. Wieso ist dein Baby mit Rollator? Und mit einer Perücke. Alles klärchen. Und zu guter Letzt, würdest du dich selbst beschreiben als jung oder alt? Ja, dieses Baby trifft natürlich wieder komplett. Das Baby saß wahrscheinlich auch stundenlang vor dieser Frage und dachte sich auch so, bin ich jung oder alt? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Und letztendlich hat das Baby alt genommen und läuft jetzt seit diesem Tag mit einer grauen Perücke und Rollator herum. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir werden jetzt gleich jung auswählen, Leute. Und ich bin unglaublich gespannt, ob wir wirklich unser Alter, beziehungsweise ob mein Alter da gleich dran stehen werde. Ich bin komplett gespannt. Wir nehmen jetzt jung und es wird aufpoppen. 3, 2, 1. Es lebt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und mein Alter ist... 62. Du bist eine liebevolle, reife und aufrichtige Person. Du liebst es, anderen zu helfen, du magst den Komfort deiner Lebensweise und du feierst auch gerne mal, solange du um 19 Uhr wieder zu Hause... Solange du wieder um 19 Uhr zu Hause bist. Marky, der Typ, der 62 Jahre alt ist und immer pünktlich um 19 Uhr wieder zu Hause ist, weil er nicht länger raus darf. Und wie waren wir? Haben wir richtig oder falsch gelegen? Bruder, du hast alles falsch gemacht, was man da falsch machen kann. Sieh ich aus wie 62? Wir machen das nochmal im Speeddurchlauf. Und dieses Mal beantworten wir einfach komplett, worauf wir Bock haben, okay? Schaust du Filme lieber im Kino oder zu Hause? Wir schauen nur noch zu Hause Filme, weil wir absolut nicht mehr rausgehen wollen. Süß oder salzig? Wir nehmen jetzt mal süß, was ich auch eigentlich nehmen wollte. Wähle einen Superhelden. Wir nehmen jetzt Superman, den ich vorhin auch schon nehmen wollte. Nee, Moment mal, ich wollte Iron Man nehmen. Oh Gott, ich glaube, mein Gehirn ist wirklich 62 Jahre alt. Für was ist dieser Bursche berühmt? Lass mich in Ruhe, Digga. Und zu guter Letzt, wie würdest du dich selbst beschreiben als jung oder alt? Wir nehmen wieder ganz klar jung und dieses Mal es calculated. Und wie alt sind wir jetzt? 7. Bruder, sehe ich aus wie 47? Es bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit übrig, um wirklich mein wahres Alter jetzt zu erraten. Es geht nicht anders, Leute, okay? Es geht nicht anders. Wir gehen auf eine Webseite und diese heißt howold.net. How old do I look? Und dieses Bild kann jetzt erkennen, wie alt ich jetzt wirklich bin anhand von meinen Gesichtszügen, von meinem Aussehen, wie auch immer. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, Leute. Wie alt bin ich wirklich? Und hier bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das jetzt auch wirklich erfolgreich ablaufen wird. Zu 1 Million %, Mann. 31. 10 Jahre älter als ich noch. Okay, wisst ihr was, Leute? Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt noch kostenlos abonnieren. Falls ihr neu seid, hier geht es zum letzten Video. Checkt das auch ab. Ich
Ja, ich bin absolut jetzt 62 Jahre alt. Oh, wir haben gleich 19 Uhr. Ich muss gleich schlafen gehen, Leute. Deswegen klickt das letzte Video an und dann, gute Nacht. Schlaf gut.